die Leute haben herzhaft gelacht und genau das ist es doch, was die Volksbühne, das berühmte Kölner Millowitsch-Theater will. Im neuen Stück Cash in the Tash, gespielt und mitgeschrieben von Peter Millowitsch, geht es genau darum. Anton Kentenich hat nichts mehr im Bügel. Um an Geld zu kommen, lügt er, bis sich die Balken biegen. Premiere war letzte Woche Donnerstag hier ein Appetithäppchen aus der Generalprobe. Ich habe dir doch erzählt, dass ich Gitarrist bei den weltberühmten Poller Pilzköppen war. Weltberühmt waren die, aber nur im Poll. Und angeblich wurde Anton damals ein Lied geklaut, von Nana Mouskouri nämlich. Ja, natürlich. Ja, als mein Hosenlied einen anderen Text gemacht. Ja, welches Hosenlied? Reißt die Hose aus Versehen, schlag den Schneider nicht gleich nieder. Anton Kentenich, der Kfz-Mechaniker, ist pleite. Darum pumpt er mit haarsträubenden Lügengeschichten seine alte Freundin, die Millionärin Carmen Dreis, um Geld an. Alles klar, Robert. Der Anton ist aufgetaucht. Die Premiere hat Peter Millowitsch in diesem Jahr ganz bewusst auf den 15. Oktober gelegt. Ja, weil genau 70 Jahre zuvor, am 15. Oktober 1945, hatte hier mein Vater die erste Premiere nach dem Krieg. Das können wir uns alle nicht mehr vorstellen, aber es gab ja nichts. Es gab kein Licht, es gab keinen Strom, es gab gar nicht. Wie die Theater gemacht haben, bewundere ich heute noch. Das Theater auf der Aachener Straße war nur teilweise beschädigt. Adenauer hatte Willy Millowitsch gedrängt, so schnell wie möglich wieder auf die Bühne zu gehen. Den ganz großen Erfolg brachte das Stück Der Etappenhase, 1953 im Fernsehen Der Straßenfeger. Als Kind schon spielte Peter Millowitsch mit seinem Vater. Pappen, was ist das? Es schmeckt prima, ist rein pflanzlich und vitaminreich. 150 Jahre Familientheatertradition. Der heute 66-jährige Millowitsch ist ihr immer noch treu. Unsere Intention ist dieselbe geblieben. Wir unterhalten Leute, wir haben keine Message mehr, wir müssen nichts rüberbringen, wir sind nicht politisch, wir sind nur in Anführungszeichen zur Unterhaltung da. Und das ist schon schwer genug. Jetzt jedes Mal besser. Christus Met ist ja wirklich das Beste, was mir hier untergekommen ist. Aber Sie sollten das gefährliche Zeug doch nicht zu sich nehmen. Verwechslung und Verstrickung. Bis März läuft Cash in the Tash, diese Anspielung auf Carmen und Robert Geissen, auf der Volksbühne. Ein bisschen Mett ist doch nichts Schlimmes. Dann tschö, Liebchen. Und grüß den Robert von mir. Mach ich, Schätzchen. Und im nächsten Frühjahr besuchst du uns mit dem Anton in Monaco. Das ist eine gute Idee. Und jetzt fährst du ganz schnell in dein Bett. Die Probengäste waren anschließend jedenfalls gut gelaunt. Man weiß nachher nicht, wer was gesagt hat und wer was lügen sich alle gegenseitig an. Verwechslung, wie immer, super schön. Ja, hat alles das gezeigt, was im normalen Leben auch so vorkommt und unheimlich viele Lügengeschichten, war toll. Wir haben richtig gelacht, ja, weiter so. Ich glaube, ich gehe seit 3 Jahren hierhin und jedes Mal gefällt es mir ja. Wunderschön und außerdem war ich nach 40 Jahren, ich lebe seit 45 Jahren in Köln, das erste Mal heute in Millowitsch. Wunderschön. Irgendwann fällt mir nichts mehr ein, dann höre ich auf. Aber bis dahin lachen wir noch über Christel Smet und andere kölsche Wortspiele.